Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Ja. Jetzt redet doch nicht mehr irgendwer. Geht's schon los? Ja, ich glaube, es geht los. Seid ihr alle gut versorgt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr wisst, ihr dürft dann nicht laut trinken, das hört man alles, gell? Also leise trinken. Nicht schlürfen. Okay. Christian, wollen wir uns nochmal vorstellen für die Menschen, die uns nicht kennen? Let's do it, es gibt davon wahrscheinlich niemanden hier. Du uns nicht overtragen hörst. Es gibt sicher eine Person, die da neu dazugekommen ist, die keine Ahnung hat von Kunst und Klischee. Könnte sein. Kevo, genau. Wer sind Sie? Ja, ich mache bubble-übergreifende Sachen. Ich bin die Brücke zwischen Bubblen. Und das war jetzt ganz kurz eingeführt. Und ja, ich bewege mich in der Kulturwelt und wir haben ja seit letztem Jahr diesen Podcast gestartet. Und was macht dieser Podcast? Wir wollen mit Menschen drüber reden, die kunst- und kulturaffin sind, die was mit Kunst und Kultur machen. Aber wir wollen das zugänglicher machen, das ganze Thema, und ein bisschen lustiger, damit das nicht in dieser einen Bubble bestehen bleibt. Gell? Genau. Deswegen auch die Idee, dass wir uns halt in einem Locations treffen, einmal im Monat, genau, wo quasi die Gesellschaft, also ihr, so wie sie schon seid, und nicht jetzt in irgendwelchen Kunstlocations, die wir uns ursprünglich überlegt haben, weil wir da eher zu Hause wären. Genau. Christian, wer bist du? Nur mal kurz vorstellen. Ich bin 50% von, naja, 33% von diesem Podcast. Sehr gut. Und was noch? Ich kann malen. Super. Lesen, Reiten, Malen sind meine Hobbys. Sehr gut. Christian ist ein Maler. Ich würde gerne unsere Sponsoren nennen. Ja, sag es. Wir haben da einerseits Wendy Network, das werden wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt vorstellen. Wir haben das Land Niederösterreich, Stadt Wien und Audiamo Plus. Und Audiamo Plus müssen wir deswegen erwähnen, weil Philipp, glaube ich, hinter mir steht. Ja. Ich sehe ihn nicht. Aber wegen Philipp gibt es uns eben wieder, weil der uns gefragt hat im Jänner, ob wir diesen Podcast weitermachen wollen. So, da müssen wir halt noch nennen, Mavi, die vorher da saß vom Badeschiff, und den Michi vom Badeschiff, die das uns hier zur Verfügung stellen. Bravo, super. Dann sollten wir loslegen, weil wir haben hier einen Gast. Jetzt seid ihr aus einem guten Grund hier. Genau. Und dieser gute Grund sitzt zwischen uns. Genau, genau, genau. Also, Nico, Alm. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo, schön, dass du da bist. Wir machen das immer so am Anfang, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Wir haben immer ein paar Geschenke dabei. Und auch heute für dich. Vorgezogenes Weihnachten, und ich krame da wieder in meiner Tasche. Also wir werden da später drüber noch mal reden, aber der Nico wurde ja bekannt, weil er so ein Nudelsieb auf dem Kopf getrogen hat, oder trägst du es manchmal vielleicht noch immer. Und jetzt haben wir uns gesagt, jetzt dürfen Nudeln in irgendeiner Form nicht fehlen, aber wir haben da Buchstabensuppe mitgebracht, weißt du, weil du ja so Medien und so machst. Und diverse Magazine. Ich glaube, das kann man brauchen in einer kalten Jahreszeit. Wow. Ja, ich bitte. Nicht nur fancy, sondern auch witty. Ja. Buchstäblich. Genau, genau. Hat 70 Cent kostet. Wir reden ja heute über Religion und so weiter. Und wir haben vorher mit dem Nico ein Vorgespräch geführt, ein viertelstündiges und so. Und da bin ich irgendwie draufgekommen, dass der Nico so bestimmte Samen sieht in der Medienlandschaft und die dann alle aufgängen. Ja. Und jetzt habe ich da mitgenommen eine Beetbox. Ha! Ja, wegen dem Beten und sowas. Ziemlich gut. Aber man kann es auch Beatbox lesen. So. Ja, aber ich. Nein, also eine Beetbox, was wegen dem Beten und so. Und da kannst du dir, pflanzt dir Freude, steht drauf, für Teeliebhaber. Da kriegst du dann Ringelblume raus, Drachenkopf, Zitronenmelisse, Thymian und Zimtbasilikum, hey, viel Spaß. Danke. Landet in unserer Balkonkultur. Genau. Und zu guter Letzt, wir haben uns gedacht, der Kelch, was Weiniges, würde irgendwie nicht zu dir passen. Und deswegen haben wir dir mitgenommen, Moment. Wein kommt von Weinen. So ein bisschen so wie der Gründonnerstag. Craft Beer.
Und da ist sogar ein Longboard drauf. Ich habe ein Foto von dir gesehen, wo du einfach im Ministerium, glaube ich, mit Longboard herumgecruised bist. Im Parlament. Entschuldigung. Im Parlament mit einem Pennyboard. Aber ja, fast. Aber du, schau, das kannst du nachher noch trinken. Ich hoffe, das ist okay fürs Badeschiff. Und Dankeschön. Dann ein zweites gleich mit einem Hai. Ich weiß nicht, das hat mir auch gefallen. Genau. So, die Geschenkerunde ist vorbei. Ah, großartig. Das ist aus Estland, diese Marke. Ja, kenne ich. Kennst du? Finde ich sehr gut. Die Marke kenne ich. Dieses spezielle IPA kenne ich nicht. Ich traue mich es gar nicht aussprechen. Uusmaailm. Aber es hört sich... Kennst du den Shop Muttermilch? Selbstverständlich. Genau, ich war dort und gesagt, hey, da gibt es einen Spezialisten für Bier. Was könnt ihr mir empfehlen? Und das war ziemlich schwierig, weil warst du schon mal im Shop, ist richtig, richtig viel Bier. Ja, also, ja, Kumpendorfer Muttermilch, was uns einmal sponsern wollt, so, gell? Ja. Genau. Die haben mir so Bierdeckel geschenkt, kannst du auch haben. Dankeschön. Einen davon verwende ich gleich, weil ich will ja nicht, dass dieser Tisch hier sich aufweicht von diesem guten Pilsner Urquell-Tankbier. Alright. Sehr gut. Und jetzt geht's los. Ich übernehme. So richtig, gell? Bis vor ungefähr 20 Minuten war ich mir nicht sicher, wie ich dich am besten vorstellen kann, so zusammenfassend, dann die Wahrheit doch immer verpassend, aber sehr anstrebend. Und ich glaube, wir haben 3 oder 4 so Minitexte gehabt, weil ich die immer vorlese. Und ich habe jetzt zu was anderem gefunden und bin damit super happy. Nämlich, ich stelle dich vor als Nico Alm, ein Medientheoretiker und Praktiker. Wir werden eingehen darauf. Einerseits hast du zu tun gehabt und wir werden darüber sprechen, mit dem Weiß-Magazin, mit dem Gap, hast eine Kreativagentur Superfy gegründet und sehr lange geleitet, hast die Rechercheplattform Addendum als Geschäftsführer geleitet und hast natürlich heute vor allem nochmal deine Newsletter, 2 davon, die ich kenne. Also einerseits Medientheorie und Praxis und andererseits nenne ich es jetzt Aktivismus und Politik, ob das jetzt eben, wir werden über Pasta reden. Du bist aber auch im Nationalrat gewesen und im Bezirksrat. Und hast jetzt unlängst erst das Institut für Laizität gegründet. Das heißt, wir haben irgendwie 2 komplett verschiedene Stränge, die beide sehr in die Breite gehen. Und es war gar nicht so einfach, das auf einen Punkt zu bringen in einer Stunde. Ja, wir werden schauen, wir werden da kommen. Ne? Und wir wollen eigentlich ja über die Dinge gar nicht unbedingt reden, sondern vor allem dann über dieses Thema Religionen und Staat. Aber wir fangen halt wie immer am Anfang an. Und die vielleicht ein bisschen abschließende Frage gleich zu Beginn. Bei all diesen Dingen, was treibt dich an? Ja, da packt er gleich die ganz schweren Fragen aus. Aus diesen vielen Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, kann, glaube ich, leicht herausgelesen oder herausgehört werden, dass ich sehr gerne Dinge neu beginne und zu einem gewissen Punkt bringe und dann auch gern zusätzlich noch etwas Neues mache. Was nicht notgedrungen heißt, dass das bisher Getane deswegen eingestellt werden muss, aber ich halte mich sozusagen geistig rege durch diese immer neuen Initiativen. In Wirklichkeit sind das ja nur Facetten von den Dingen, die mich schon lange interessieren. Also da kommt eigentlich gar nicht viel Neues dazu, wenn man im Detail hinschaut, beziehungsweise wenn ich jetzt drüber reflektiere, ganz kurz. Und was wäre dann eben so die Essenz oder was wäre das? Na, es gibt, das kann man auch politisch ganz gut ablesen, durch meine kurze, aber doch intensive Tätigkeit im Parlament. Es gibt so 2 Dinge, die du auch schon angesprochen hast, die dort meine politischen Schwerpunkte waren. Das eine ist eben Medienpolitik gewesen und das andere ist das Verhältnis von Republik und Religion im weiteren Sinn. Und die 2 Dinge beschäftigen mich lange schon, das habe ich auch studiert und beschäftigen mich auch weiterhin. Und alles, was an dem Weg so passiert ist, hat irgendwie damit zu tun. Medien, beziehungsweise die Ausgestaltung dieses Verhältnisses. Und die unternehmerischen Tätigkeiten, die sie drumherum ergeben haben, waren natürlich A, Mittel zum Zweck und B, natürlich auch für mich selbst eine ganz persönliche ökonomische Notwendigkeit. Hat mich auch interessiert. Also es war der dritte Teil eigentlich, Wirtschaftspolitik, das Wirtschaften, das Unternehmertum an sich. Du hast es jetzt als Notwendigkeit hingestellt, aber es ist für die absolute Minderheit der Gesellschaft eine Notwendigkeit, unternehmerisch tätig zu sein.
Und du hast ja diverse Firmen gegründet. Ich habe, als wir gestern nochmal auf der Webseite von dir waren, haben wir unser Vorgespräch nochmal anders als ein Understatement einordnen müssen, deinerseits. Ja, ich kann mir tatsächlich nicht mehr erinnern, wie viele Firmen ich gegründet und mitgegründet habe. Es waren sehr viele. Prinzipiell ist ja das nicht unbedingt eine gute Sache. Das viele Gründen deutet ja darauf hin, dass die Sachen nicht gut funktionieren. Also wenn man etwas gründet, was super gut funktioniert, braucht man nachher nie wieder etwas gründen. Wenn jetzt jemand wie ich wahrscheinlich 20 plus GmbHs gegründet hat, fragt man sich, wozu der ganze Spaß? Warum haben die alle nicht funktioniert? Tatsächlich ist es so, dass die meisten davon tatsächlich noch existieren und ich bei einigen davon beteiligt bin, manche davon verkauft wurden. Also die haben alle ihre verschiedenen Wege genommen, aber man sieht daran auch, dass ja, ich einfach vielfältige Interessen habe, die auch einfach dann unternehmerisch umsetze, weil ich mich ja nicht nur theoretisch damit beschäftigen will, sondern das Ganze auch gerne in die Praxis umsetze. Gut, fangen wir mit der Praxis an. Gerne. Und kannst du mal erzählen, weil ich war ja sehr, sehr, wie sagt man da, begeisterte Leserin vom Weiß auch und wie das Ganze da begonnen hat. Kannst du da erzählen, wie du dazu gekommen bist, das Weiß nach Wien zu holen und die, das waren ja so die Beginner, beziehungsweise Superfly. Ja, also ich kann weit ausholen, ich kann nicht so weit ausholen. Ich beginne mit Superfly vielleicht. Superfly, meine Kreativagentur, circa 2000, also 2001 gegründet, seit 2002 GmbH. Und eins unserer ersten großen Dinge, die wir dort gemacht haben, war das Pop-Magazin The Gap, das es ja nach wie vor gibt. Wir haben das damals in der Konstellation neu gegründet und dann später in eine eigene Unternehmung ausgegründet. Und durch das Magazin machen und Agentur machen auf der anderen Seite waren da schon mal zwei verschiedene Wege eingebettet. Und zum Weiß bin ich gekommen, weil eine Kollegin von uns ein paar Monate in New York war und die hat dann ein Magazin zurückgebracht. Damals Weiß war damals noch ein Magazin und hat gesagt, schau, das machen wir. Und ich habe das durchgeblättert, habe das nicht verstanden, war dann ein Jahr später selbst in New York und habe es noch einmal in die Hand bekommen und habe verstanden, warum das so gut ist und haben mir sofort in den Kopf gesetzt, das nach Österreich zu bringen und habe natürlich, was man dann halt macht, man schreibt den Gründern, ich habe den Shane Smith, den Gründer von Weiß, angeschrieben, habe gesagt, ich will das in Österreich machen und das hat funktioniert. Wir sind ins Gespräch gekommen und nach einem... Sie stellen mir das ja ziemlich schwierig vor, einfach da so eine Nachricht schreiben, hey, cool, das Magazin, ich mache das jetzt auch in Österreich. War das so einfach? Das dauert wenige Sekunden. Echt? Ja. Okay. Ja, und dann in weiterer Folge war es ein bisschen schwieriger. Ich bin dann nach Berlin geflogen, um ihn zu treffen. Und dann war es noch ein eineinhalbjähriger Prozess, von da an eine Lizenz zu bekommen. Weil Österreich war das erste Land, das eine Lizenz, ein Franchise sozusagen von Weiß war. Und bis wir es dann umgesetzt und gelauncht haben, war es dann auf einmal Mitte 2007. Also es hat schon einige Zeit gedauert. Okay. Was war da währenddessen mit Superfly? Weil das war ja dann schon eine ganze Zeit lang. Ja, stinknormale Werbeagentur eigentlich, die sich ganz gut entwickelt hat einfach. Also wir haben zu viert gegründet und wir waren dann zum Zeitpunkt, als Weiß gelauncht wurde, waren wir dann schon 25 in etwa. Und ja, der weitere Weg war dann, dass ich 2013, dann war es schon eine kleine Unternehmensgruppe mit 13 Beteiligungen, von denen wir dann, kann gar nicht ich sagen, aber den größten Teil an Weiß verkauft haben. Also das Unternehmen, das uns vorher die Lizenz gegeben hat, hat dann irgendwann gesagt, okay, es interessiert uns jetzt nicht mehr, Lizenzen zu vergeben, sondern wir hätten gern das Eigentum der Unternehmen, die Weiß als Marke in den Ländern entwickeln und deswegen haben die uns gekauft. Gleich als Ganzes, also nicht nur der Teil, der Weiß produziert hat, sondern auch den Rest. Und Weiß hat sich ja selbst in der Zeit dramatisch geändert. Das war am Anfang ja wirklich nur ein Magazin, die hatten von digital keine Ahnung. Die Weiß-Website zu dem Zeitpunkt war ein Typepad, also ein Blog. Und die haben halt wirklich in dem Zeitraum 2005 bis 2010 halt wirklich sich komplett digitalisiert und außerdem sind sie noch in TV gegangen. Also heute ist ja, soweit ich es weiß und so genau weiß ich es nicht, der allergrößte Teil des Umsatzes von Weiß kommt aus TV-Produktionen. Das Magazin ist ja nur mehr die Marke, die verkörpert, was Weiß imstande ist zu leisten. Ja, einfach arg. Also ich mag das schon.
Ich meine, da muss man ja total glücklich sein in dem Moment, wenn dann die Firma kommt und sagt, hey, ich würde kaufen. Weiß eh. Das. Was macht das dann mit dir? Wie jung warst du da? Müssen wir über mein Alter sprechen? Wie jung war ich da? 38. Okay, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, dass ich das mache. Ja, geht's noch raus? Ich nicht mehr. Okay, na passt. Superfy Highlights. Weil wir haben jetzt das Wort Kreativagentur, du hast gesagt, das hat zu viert begonnen, jetzt war es dann 25. Wir wollen, glaube ich, gar nicht so viel mehr darüber reden, aber noch so als ein kleines Ding, vielleicht anekdotisch, was waren Kunden oder Projekte, wo du sagst, ja, eigentlich das war ganz schön krass, dass wir das hatten? Wir hatten einige große Marken als Kunden, unter anderem den Heineken-Konzern, der in Österreich Braunion heißt, der unter anderem hochbeteiligt ist an einem Unternehmen, das Bierlovers oder wie heißt es, Muttermilch heißt und in der Gumpendorfer Straße sitzt. Also auch das gehört dem Heineken-Konzern. Also das war einer unserer Kunden. Aber spannend ist es geworden für uns, als wir die Grünen als Kunden gewonnen haben. Wir haben dann im 2005er Wien-Wahlkampf ein bisschen was gemacht, aber dann den Nationalratswahlkampf 2006 und relativ bald darauf 2008 und zwei Landtagswahlen. Das war sicher das erste große Highlight, das uns von nichts in eine ganz andere Liga gebracht hat und mich aus einem Blickwinkel zur Politik gebracht hat, der dann aus einem anderen sich so ein bisschen vervollständigt hat, also mich auch in die politische Kommunikation reingebracht hat. Die Highlights sonst sind eher weniger auf der Kundenseite, sondern mehr in der Art und Weise zu finden, wie ein Unternehmen betrieben wird. Also ich glaube, da ist uns ein sehr guter Weg gelungen, also diese vielen Beteiligungen, weil ich gesagt habe, vorher 13 Beteiligungen, es klingt irrsinnig viel, aber sehr oft war der Weg der, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, meistens waren es Mitarbeiter, gesagt haben, sie würden auch gerne etwas gründen, aber sie hätten gern, dass wir uns beteiligen. Also es ist sehr oft daraus entstanden, dass ein Kollege gesagt hat, er macht jetzt seine eigene Firma, aber wir sollen auch dabei sein und er bleibt weiter im Büro. Und so hat sich dieses Unternehmensnetzwerk ergeben mit einer Diversifikation an Unternehmen, die alle verschiedene Sachen machen, die einander gut ergänzen. Und reden wir da von Filmproduktionen oder genau, alles, was es war eine Filmproduktion, ein Entwicklungsunternehmen, ein Softwareunternehmen, ein zweites Webentwicklungsunternehmen. Also alles, was zu einer Werbeagentur dazu passt. Okay. Genau, ein Verlag, ein zweiter Verlag. Und dann hast du gedacht, okay, Weiß ist vorbei? Ach so, ja, dann habe ich Weiß verkauft und eine Woche später waren Nationalratswahlen 2013 und dann bin ich ins Parlament gewählt worden. Das war ganz praktisch, weil ich habe da keine... unerwartet. Keine, nichts getan dafür. Ja, nicht einmal aufstellen lassen. So ja, die Firma war weg, was mache ich jetzt? Zack, eine Woche später im Parlament gesessen. Also nicht mal wirklich Urlaub. Nicht mal wirklich Urlaub, nicht mal in between Jobs irgendwas anderes gemacht. Nein, ich bin relativ früh in der Gründungsphase von NEOS, nicht ganz am Anfang, aber relativ bald dazugekommen und habe mitgeholfen, diese Partei zu entwickeln als einer von vielen und habe mir dann relativ kurzfristig doch noch entschlossen, auf die Liste zu gehen, was ich vorher eigentlich schon anders beantwortet habe. Ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist. Stell sie. Weil einerseits dieses Unternehmertum und das Interesse daran und dann aber schlüssigerweise auch Interesse bei den NEOS mitzuagieren. Aber dann hast du ja trotzdem auch ein Tattoo heute, wo drauf steht Fuck Capitalism. Wie geht sich das aus? Das geht sich aus, weil man kommunistische Freunde hat, die fragen, ob sie mir so ein Tattoo machen können. Dann sage ich, na sicher, mach doch. Aber es kommt darauf an, wie man liest. Es gibt zwischen diesen zwei Wörtern ja keine Interpunktion. Also man kann das durchaus auch getrennt voneinander lesen oder zwei Rufzeichen dahinter machen. Jedem, wie es beliebt. Wir haben vorher noch, oder du hast vorher gesagt, dass dieses Gründen oder Dinge starten eine Freude sind, aber bei dir geht es ja auch noch darum, Dinge zu beenden oder zu verlassen. Das hat die Kiva vorher schon angesprochen. Wie ist das? Ist das auch dann eben eine Erleichterung, Freude? Also das interessiert mich total, weil ich habe oft Probleme, Dinge loszulassen. Und wie hast du das gemacht? Also wenn man da so ein Baby hat und das verlässt? Habe ich eh auch. Also ich habe ja viele von den Unternehmen, an denen ich nach wie vor beteiligt bin, die gibt es schon wirklich sehr lange. Ja? Und ich habe auch viele, ich habe sie immer Nano Business Angel genannt, ich habe auch einige
durch den Erlös von Weiß habe ich auch einige Investments getätigt, die vielleicht auch nicht so schlau waren. Und da gibt es doch auch das eine oder andere Unternehmen, das eigentlich schon längst nicht mehr da sein sollte, das aber doch noch irgendwie künstlich, als Zombie sagt man so schön, am Leben gehalten wird. Weil du es magst. Ja, schon, ja, und weil man es sich natürlich irgendwie ökonomisch, wirtschaftlich in irgendeiner Form fast schön redet, aber ja, es wäre eigentlich gescheiter, die Sachen früher beendet zu haben und auch wirtschaftlicher. Und sonst, ich meine, klar, wenn ein großer internationaler oder mittelgroßer Medienkonzern daherkommt und sagt, wir wollen euch kaufen und das Angebot passt, dann ist das jetzt nicht so tragisch, wenn man das verkauft. Millionen bekommt dafür. Okay, wir reden über andere Dinge. Das waren scheinbar Milliarden. Nein, ich muss noch arbeiten in meinem Leben, wenn das die Frage beantwortet. Ja, aber ich glaube, das würdest du auch, wenn es Milliarden wären. Nein, müssen und würden ist in dem Fall schon ein großer Unterschied. Gehen wir mal in Richtung Aktivismus. Haben wir jetzt eh schon ein bisschen gestriffen. Das Nudelsieb. Ich würde eigentlich gern wissen, ich meine, das klingt jetzt nicht nach Aktivismus, aber wir kratzen hoffentlich die Kurve. Wie bist du ursprünglich in deiner Sozialisierung mit Religion in Verbindung gekommen? Die fokussierteste Frage dazu wäre, bist du getauft? Bin getauft, ja. Müsste mittlerweile exkommuniziert sein nach römisch-katholischem Kirchenrecht, kenne mich da aber nicht ganz so genau aus und habe das auch nicht dokumentiert. Nein, ich habe die durchschnittliche Laufbahn des österreichischen Taufscheinkatholiken hinter mir, der in einem Elternhaus, in dem das traditionell weitergegeben wurde, dann auch jetzt gar nicht uninvolviert war in Kirchenbelangen. Also ich habe zum Beispiel ministriert und war dann auch bei der Firmung, aber dann habe ich das im Firmenunterricht das erste Mal sozusagen mich damit auseinandergesetzt, was das eigentlich ist, und bin draufgekommen, hoppla, ich glaube das ja eigentlich alles gar nicht und habe es auch nie geglaubt und habe das dann eher belustigt weiterverfolgt und bin dann relativ bald aus der Kirche ausgetreten. Sind deine Eltern Kirchengängerinnen? Nein, also der Taufschein-Katholizismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass man eher nur zu den Dingen in die Kirche geht, wo eh jeder andere auch hingeht, also Taufe, Erstkommunion, Firmung, Begräbnisse vor allem. Ein schönes Begräbnis ist schon sehr wichtig und den Sonntagsgottesdienst eher nicht macht, eine Zeit lang, also als ich dann selbst ministriert habe, habe ich das schon gemacht. Aber das hat er irgendwie auch, als ich da hingehen musste, ich habe mich nicht großartig gewehrt, war es immerhin spannender, dort was zu tun, als nichts zu tun. Ja, man denkt ja gar nicht so viel drüber nach, wenn man jünger ist, was das alles bedeutet. Also ich musste immer in die Kirche gehen, jeden Sonntag, bis ich 14 war. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Und man versteht es irgendwie nicht. Man versteht es erst, wenn man öder ist. Also ich finde auch, mit 14 bist du schon eine Erleuchtung, dass du das schon gecheckt hast mit 14, dass das nichts für dich ist. So. Ja, für manche spät, für andere früh. Aber man, es hängt halt davon ab, wann der Mensch anfängt, darüber nachzudenken, was das eigentlich soll. Dann trifft man halt die Entscheidung, ob man erkennt, ob man daran glaubt oder nicht. Ich denke, es ist so einfach. Also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Ja, ich würde jetzt irgendwas erfinden, wenn ich sagen würde, ich kann mich erinnern, ob ich in der Volksschule daran geglaubt habe oder nicht. Ja. Ich vermute tatsächlich nicht. Ja. Ich habe einfach beigebracht bekommen, dass das so ist. Der Religionsunterricht war einer, der sich jetzt nicht großartig von einem Geschichtsunterricht unterschieden hätte, in dem Sinn, dass die Geschichten, die man gehört hat, dass niemand darüber aufgeklärt hätte, dass das jetzt nur Mythen sind, Fiktionen. Dementsprechend hat das halt recht faktisch gewirkt auf mich. Und wenn man erzählt kriegt, da ist der große Huhu in den Wolken und brav beten und beichten, und wenn man tot ist, kommt man in den Himmel. Was stellt man denn schon großartig in Frage? Ja. Ich glaube, das ist ganz normal, das ist ganz, ganz platt eigentlich. Ja. Waren in deiner Familie oder in deinem Familienumfeld hat es Menschen gegeben mit aktivistischen Tätigkeiten oder gesellschaftsinteressierten Gesinnungen? Nein, gar nicht. Also mein Vater war selbst Unternehmer und hat seine eigenen Firmen gehabt, aber
politisch aktiv oder Gesellschaft oder zivilgesellschaftlich aktiv in irgendeiner Form, die mit politischem Engagement vergleichbar wäre, hat es nicht gegeben. Dann wäre meine nächste Frage tatsächlich das Nudelsieb. Ja. Pastafari-Ismus. Ja. Kannst du uns das mal erklären? Wie kam das dazu? Das ist ja irgendwie viral geworden, gegangen. Ja, das Ganze hat schon einen ernsten Hintergrund. Also ich habe, nachdem ich der Kirche den Rücken gekehrt habe, geistig und dann auch offiziell, hat mir das ganze Thema Kirche und Staat, also die Kirche an sich und Religion, eher belustigt. Und dann war in den 90er Jahren, für diejenigen, die sich nicht erinnern können, erkläre ich es kurz, die Affäre Grohe. Das war sozusagen der erste große Skandal in der römisch-katholischen Kirche mit Vergewaltigung von jungen Buben und sexuellem Missbrauch. Und da ist mir aufgefallen, als damals circa 20-Jähriger, dass die Kirche da schon im Staat anders behandelt wird als andere Organisationen und Personen anders behandelt werden, als andere Menschen in gleichen Situationen behandelt würden. Und das hat mich sehr gestört. Und ich habe begonnen, mich ernsthafter damit auseinanderzusetzen. Übrigens, weil die Frage immer kommt, warum ich so einen Hass auf die Kirche habe, habe ich nicht. Ja, ich habe auch keine überdurchschnittlich oder schlechten Erfahrungen persönlich mit der Kirche gemacht. Aber trotzdem, es hat mir einfach gestört, es hat mir Gerechtigkeitsempfinden gestört. Und ich habe begonnen, mich so ein bisschen zu engagieren und habe angefangen, Leserbriefe zu schreiben zu diesen Themen und mich erkundigt, wo es Organisationen gibt, die irgendetwas dagegen tun. Bin da unter anderem auf den Freidenkerbund gekommen und war da mal beim Treffen und bin draufgekommen, das sind halt lauter ältere Männer, die sich alle erklären, dass es keinen Gott gibt, aber da sind wir irgendwie mit der Aufklärung 200 Jahre drüber hinweg und das war mir zu wenig. Und ich habe dann die Laizismus-Initiative 2009 gegründet zur Trennung von Staat und Religion und habe das damals in Form einer Online-Petition gemacht, die binnen weniger Tage mehrere tausend Unterschriften hatte. Und das hat recht gut funktioniert und das hat mir in eine mediale Wahrnehmung gebracht als Politaktivist in irgendeiner Form, mit der ich selbst nicht gerechnet habe. Und nach der Laizismus-Initiative habe ich halt das nächste gemacht. Ich habe die atheistische Buskampagne, die Richard Dawkins im UK unterstützt hat, nach Österreich gebracht. Und ich habe dann tatsächlich eben, als ich diesen neuen Führerschein da mir besorgt habe im Scheckkartenformat und gesehen habe, dass eben Hüte nur aus religiösen Gründen oder medizinischen Gründen getragen werden dürfen, das auch ein bisschen begleitend auf meinem Blog vorbereitet, dass ich das jetzt mit diesem Nudelsieb mache. Das hat schon, bevor das passiert ist, eigentlich schon ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also du hast so einen Plan gehabt? Ich habe schon, das war begleitet, das war ein Prozess, das ist über 2 Jahre gegangen. Ich glaube, die Blogposts gibt es nicht mehr, aber ich habe das mit mehreren Texten dokumentiert, wie ich da vorgegangen bin. Also im Sinn von, ich bin draufgekommen, dass diese Ausnahme besteht. Ich mache jetzt Fotos, ich setze mir ein Nudelsieb auf, das sind die Fotos, haha, ich reiche das ein. Und dann irgendwann später habe ich tatsächlich diesen Führerschein bekommen. Ich habe ja gesehen auf YouTube, glaube ich, wie du wirklich mit dem Nudelsieb da reingehst. Genau. Damit man dir das auch abkauft, dass du das ernst nimmst. Ja, ja, die haben das Foto auch entgegengenommen. Hat der irgendwas gesagt, der Beamte? Nein. Ja, aber so, okay, da ist einer wieder Nudelsieb. Geil. Genau. Können wir noch mal kurz reden, warum das Nudelsieb sich als religiöses Symbol ausgeht? Woher kommt das aus dem Hintergrund? Ja, das ist die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, also die Religion des Pastafarianismus. Die Gottheit ist das fliegende Spaghetti-Monster und es liegt ja auf der Hand, dass ein Nudelsieb den relativ leichten Status eines religiösen Gegenstandes widerspiegeln könnte. Wann wurde diese Religion gegründet? 2005 von Bobby Henderson, dem Propheten. Also der hat das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters geschrieben damals. Und bist du... Ist das 10 Gebote oder sowas? Es gibt nicht 10 Gebote. Es gibt 8 am liebsten wäre mir's. Also das ist so entstanden, dass der Pirat Mosi am Berg war und dann 10 Steintafeln bekommen hat, von denen sind ihm 2 runtergefallen und zerbrochen. Und er ist dann mit 8 am liebsten wäre mir unten angekommen und das kann man vergleichen mit den christlichen Geboten. Es sind aber keine Gebote, es ist so am liebsten wäre mir. Du kannst das machen oder nicht, wäre mir halt so und so lieber. Ich kann dir jetzt nicht wiedergeben, weil diese 8 am liebsten wäre mir gröbere Textabsätze sind. Ja. Nein, was ich auch lustig gefunden habe, wie ich ein bisschen recherchiert habe, am Schluss war bei dem
Video von Pastafari. Ja, genau. Sagen die nicht Amen, sondern... Ramen. Ramen. Das ist dann echt witzig. Okay, verstehe, dass du da dabei bist. Vielleicht sollte ich mich auch anmelden. Bitte, gerne. Gibt es sowas wie eine Taufe oder so? Ein Willkommensfest. Wir können uns ausrichten für dich, wenn du darauf bestehst. Darf ich dann so Nudeln baden oder so? Es ist völlig undogmatisch. Du kannst deinen Ritus selbst erfinden und einbringen. Okay. Und ist es eine exklusive Religion? Also exklusiv im Sinn von ausschließend? Ja. Nein, du kannst sogar Mitglied in anderen Religionsgemeinschaften sein. Prinzipiell möglich. Allerdings vor dem Staat nicht. Aha. Weil... Das ist eine Besonderheit, die Republik eine Doppelmitgliedschaft nicht anerkennt. Deswegen haben wir in unseren Beitrittsformularen auch mit Unterfertigung des Beitrittsformulars bei den Pastafari, gibst du den Austritt aus etwaigen anderen Religionsgemeinschaften bekannt. Das ist ein Übertritt. Mhm. Bei uns intern wäre es egal, aber ja. Wir müssen für den Staat natürlich unsere Pflicht erfüllen und sagen, hier rein, dort raus. Kommen wir ein bisschen weiter zum Thema Laizität. Was ist Laizität? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Laizität oder Laizismus, die beiden Begriffe sind tatsächlich synonym. Sie haben aber einen jeweils anderen Geschmack, kann man das deutsch sagen, Flavor, eine andere Lage, ja, jetzt mittlerweile in der Verwendung. Auf die gehe ich aber nicht ein. Ich mache es einfach. Laizität, Laizismus ist dasselbe und bedeutet umgangssprachlich die Trennung von Kirche und Staat. Jetzt erkläre ich es ein wenig genauer, das Umgangssprachliche. Da würde ich eher sagen, es ist ein Prinzip, dass eine Trennung von Republik und Religion, also nicht Kirche und Staat, sondern Republik und Religion herbeiführt, aber über dieses Prinzip der Trennung von Republik und Religion hinausgeht und gewährleistet, dass der Staat keine Weltanschauung, aber auch keine Ideologie und sogar noch ein Stück weiter keine Kultur privilegiert und damit im Umkehrschluss diskriminiert. Also es ist Diskriminierungs- und Privilegierungsschutz gleichzeitig im Hinblick auf jede Form der Gewissensausprägung, die halt kulturell, ideologisch, weltanschaulich oder religiös ist. Zweitens ist es mehr noch ein Schutz der individuellen Gewissens- und Ausdrucksfreiheit, die vom Staat mit einem aktiven Indifferenzialismus unterstützt wird. Das heißt konkret, es geht den Staat nichts an, was wir glauben und wie wir auf Basis dieses Glaubens oder dieser Überzeugung handeln. Und das wird außerdem noch von ihm geschützt, in der Form, dass es durch keine Bevorzugung oder Benachteiligung in irgendeiner Form behindert wird. Weder explizit, aber auch nicht implizit behindert wird. Man müsste sehr viele konkrete Beispiele bringen, um das auszuführen. Fangen wir ein Beispiel bringen? Ja, fangen wir mit einem Riesenbeispiel an. Fangen wir mit dem Religionsunterricht an, der in der Schule nichts verloren hat. Ja? Der Religionsunterricht ist eine ganz klare Privilegierung von erstens religiösen Weltanschauungen gegenüber nicht religiösen Weltanschauungen, Ideologien und so weiter. Und er privilegiert außerdem historisch christliche Kirchen vor anderen Religionsgemeinschaften und innerhalb der christlichen Kirchen privilegiert er noch die katholische Kirche, die über eine ganz besondere Regelung diese Sonderrechte in Österreich hat, nämlich über das Konkordat. Die katholische Kirche ist über einen völkerrechtlichen Vertrag sonderrechtlich begünstigt in Österreich. Die anderen christlichen Kirchen haben nur Religionsgesetze. Also wir haben auf der einen Seite einen Vertrag von Staat zu Staat und sonst haben wir Gesetze, die der Staat anderen Religionsgemeinschaften gibt. Und christliche Kirchen sind eben gegenüber anderen Religionen noch einmal bevorzugt in diversen Details. Dass man zum Beispiel im Klassenzimmer ein Kreuz aufhängt. Richtig. Das ist das Herausstechendste, oder natürlich. Feiertage, ich nehme an, wenn es einen Pastafari-Feiertag geben würde, oder es gibt sie vielleicht. Jeder Freitag, zusätzlich Ramadan, Christmas, Halloween, Talk Like a Pirate Day, Weltnudeltag, also es gibt etliche pastafarische Feiertage. Aber sie werden nicht freigegeben von unseren Arbeitgebern. Ja, also bei den Feiertagen ist das überhaupt so eine Geschichte. Die haben natürlich, ich sehe das auch entspannt, ja. Also selbstverständlich haben die Feiertage religiösen Hintergrund und man könnte jetzt sagen, es werden Religionen über die Feiertage bevorzugt.
in diesen Fällen sehe ich das nicht ganz so eng. Ja. Also es gibt sozusagen Feiertage, die sind unnötiger wie Corpus Christi, Fronleichnam, da weiß sowieso keiner, was das überhaupt bedeutet. Aber auch bei Maria Empfängnis wissen die meisten schon nicht, was es damit auf sich hat. Und Weihnachten zum Beispiel ist halt nur religiös gelabelt, ist aber in meiner Wahrnehmung überhaupt gar kein religiöses Fest. Weihnachten ist zum Beispiel Wintersonnenwende. Ja? Ich als Atheist und Pastafari natürlich, aber ich als Atheist bin ja kein Antitraditionalist. Also ich habe auch nichts gegen religiös-kulturelle Bräuche, aber Weihnachten ist etwas, was ich mir als Atheist einfach nicht wegnehmen lasse. Ja? Wenn die Sonne ihren Tiefstand hat, beziehungsweise 3 Tage später, wenn die Menschen checken, dass es jetzt wieder länger wird mit den Tagen, das zu feiern, nur weil die Kirche das irgendwann für sich eingenommen hat, das ist etwas, das ich nicht einsehe. Also Weihnachten gehört dringend entreligionifiziert. Auch das, es ist ja das Fest der Gemeinschaft, des Zusammenkommens, aber das kann, es ist ja nicht. Das kann jeder ausgestalten, wie sie will. Das muss ja nicht nur wegen Weihnachten sein. Ja, absolut, ja. Und bei den Feiertagen, klar, die Feiertage sind jetzt eine politisch tradierte, religiös begründete Sache, so wie sie sind, ja, an denen sollte man tatsächlich etwas ändern, aber es ist jetzt, die Feiertage sind echt nicht das größte Problem. Was ist das größte Problem? Das größte Problem ist tatsächlich die Religion im Bildungssystem, also Religionsunterricht in den Schulen, religiöse Symbole in Kindergärten, beziehungsweise ja, über die Trägerschaft kann man streiten, Religion auf Universitäten, also theologische Fakultäten, die zu einem staatlich anerkannten akademischen Abschluss führen, das ist einfach absurd. Also das ist ein ganz krasser Widerspruch zu fundamentalen Prinzipien der Wissenschaft, die völlig unvereinbar sind, das gehört alles weg. Und ich sage mal, wenn man Religion nicht Religion an sich, sondern Religionsunterricht einmal aus den Schulen in dieser Form herausbringt, wäre schon viel gewonnen. Dazu kommen dann alle möglichen Formen der finanziellen Unterstützung, entweder über direkte Subventionen, die so hoch nicht sind, aber dann natürlich Steuererleichterungen für Kirchenmitglieder und Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften, tatsächliche Steuerausnahmen und, und. Also es ist ein ganzer Katalog von religiösen Privilegien, die existieren und in Summe schwerwiegend sind, aber das Bildungssystem ist sicher der größte Block. Aber wie würde sich das auswirken, wenn Staat und Religion getrennt ist? Was wäre so das Beste, was du dir vorstellen könntest? Es würde sich gar nicht großartig viel ändern. Also jetzt groß zu wiederholen, ist eben Religion in dieser Form raus aus dem Bildungssystem. Es wäre natürlich Religion in allen möglichen anderen Schulfächern selbstverständlich drinnen. Geschichte, bildnerische Erziehung, Musik und so weiter, alles denkbar, ja. Also es ist ja nicht so, dass Religion aus der Schule verschwindet und spezielle Philosophie- und Ethikunterricht würden Religionen natürlich mitbehandelt werden, aber nicht im Sinne der religiösen Unterweisung, die ja übrigens natürlich auch festgeschrieben ist in dem zum Beispiel, was katholischer Religionsunterricht ist, das heißt Missio Canonica. Also das würde natürlich wegfallen. Es macht ja total viel mit jemandem. Also ich tue es immer auf mich beziehen, tue gern solche Sachen, aber ich war oft in der Kirche. Und ich habe gelernt, ich muss irgendwie ein bisschen gehorsam sein. Das ist was, was mich total sozial geprägt hat. Wenn jemand von oben, der Allheilige, irgendwie, da muss ich demütig sein. Das würde sich ja ändern, weil das wäre ja dann nicht so präsent. Ja, sicher. Der Schuldbegriff ist für diejenigen, die katholisch erzogen sind, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Sicher. Wären wir dann in Österreich weniger konservativ? Fix. Man muss ja auch nochmal die Kirche mit dem Patriarchat zusammen. Da sehe ich erwähnen. Überhaupt gar keinen Zusammenhang. Nee, ich kann beim besten Willen. Das war ein Scherz, ich sage sicher jetzt selber dazu. Genau, aber also dieses, ja gut, was soll man erklären? Wir sind ja alle in derselben Bubble, also macht es keinen Spaß. Aber, Nein, natürlich, das ist natürlich total offensichtlich, ja? man kann es aussprechen. Also ich meine, bis hin zur natürlich existierenden Frauenfeindlichkeit in fast allen Religionen, bis auf den Pastafarianismus, Schwulenfeindlichkeit etc. etc. Also die natürlich auch strukturell angelegt sind und nicht zuletzt auch Ursache sind für diese ganzen Missbrauchsfälle, die es letztendlich auch gegeben hat. Also gerade jetzt vor kurzem ist rausgekommen, in Frankreich 300.000, die man gezählt hat. In Österreich sind es mehrere tausend, die bekannt sind.
und das ist nur sozusagen die jüngere Vergangenheit. Was, wenn man Jahrzehnte zurückblickt, weiß man ja gar nicht, was alles passiert ist. Also das heißt, diese Vorstellung, dass eine Gesellschaft ohne Religion dann ja eine wertelose Gesellschaft wäre, wäre, wenn das stimmen würde, ja auch ein Vorteil, wenn man diese Werte sich anschaut. Ja, genau, das ist eine sehr polemische Formulierung, die ich natürlich auch hier und da schon angewendet habe. Aber natürlich ist gerade die Wertedebatte eine, die sehr stark da ist und bei der Religionen immer eine Position oder Religionsgesellschaften sehr oft eine Position einnehmen, die ich für sehr unredlich halte. Sie behaupten ja selbst von sich, Wertespender zu sein. Also die Behauptung, die im Raum steht, ist, wenn man die Religion wegnimmt, dann entledigt sich die Gesellschaft ihrer Wertebasis. Das ist natürlich nicht richtig, weil Werte, die Menschen untereinander aushandeln, also die Ethik, die im Gegensatz zur Moral, die relativ ehern und unveränderbar dogmatisch vorgegeben wird, also unter Menschen ausgehandelte Ethik, selbstverständlich zu einem Wertefundament führt, das auch in der Politik sich wiederfindet. Es ist nicht so, dass die Politik vollkommen wertefrei agiert. Es gibt auch festgeschriebene Werte. Es gibt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Es gibt die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Es gibt Verfassungen, Grundgesetze. Da sind überall Werte drinnen. Ja. Es lassen sich oft nicht Werte finden in Form von Geboten, die die Handlungsanleitungen sozusagen für ein gutes Leben notwendigerweise abgeben. Ja? Also da gibt es natürlich schon von Religionen Vorgaben im weitesten Sinn, also Empfehlungen, Anweisungen, Gebote. Du sollst nicht stehlen. Ja, natürlich, ja klar, aber ich meine, du sollst nicht stehlen. Ich meine, das ist im Strafgesetz abgebildet, ja. Es ist ja auch kein Wert. Ich meine, die 10 Gebote sind ja sowieso lächerlich. Die ersten 3 Gebote sind, also aus Sicht des Gottes, der offensichtlich diese Gebote diktierte, ja unfassbar egoistisch. Du sollst an einen Gott glauben, du sollst den Namen des Herrn nicht achtlos aussprechen, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Wem soll denn das was im Zusammenleben bringen? Das ist ja total ich-bezogen, egotistisch, würde man sagen. Wie macht das Spaghetti-Monster? Ich meine, du hast gesagt, das sind längere Ausführungen, aber ja, das, zusammengefasst. Das stellt das eben frei. Er sagt, am liebsten wäre mir es, aber es weist immer wieder auch diese Verehrung von sich. Will gegessen werden. Boah, das nennt man Transsubstantiation. Also wir kennen das ja, die Katholiken kennen das ja auch. Also es gibt so ein Stück Pasta, so eine kleine Oblatte, bei der ja auch unterstellt wird, dass sie tatsächlich das Fleisch des Gottes wäre. Naja, was ist Spaghetti in den Topf, die weich gekocht wird, denn anders als der Leib des Allmächtigen? Na, wir haben eh schon... Was war das Wort, das du benutzt hast? Du hast gesagt, durch diese Kirchensozialisierung ist man auch so unterwürfig. Ich weiß nicht, welches Wort. Demütig. Demütig. Demut. Gehorsam, schuldbewusst. Gehorsam und schuldbewusst, ja. Wenn man Religionen mit Demut assoziiert, kann dann eigentlich Kunst stattfinden, wenn sie demütig ist? Sehr gute Frage, ja. Ich würde tendenziell, wenn du mich zwischen Ja und Nein entscheiden lassen müsstest, würde ich sagen, tendenziell eher Nein. Ich habe wenig überraschend mir im Vorfeld doch schon ein paar Gedanken zu dem Thema Kunst und Religion gemacht und ich bin ja wirklich kein Kunsthistoriker, sondern auch Praktiker. Ich habe das ja auch 2 Jahre lang studiert. Also worauf ich so ein bisschen beim Nachdenken gekommen bin, ist, dass Kunst und Kunsthandwerk ja in der Verbindung aus Kunst und Religion kaum zu unterscheiden sind. Speziell in den abbildenden Formaten der Kunst. Wenn man sich anschaut, was Kunst, religiöse Kunst fabriziert hat, bis hin zur Aufklärung und natürlich auch danach und auch in der Jetztzeit, ist das ja eigentlich Kitsch. Ja? Also das sind wirklich schön gemalte Bilder. Das ist das, was man heute Naturfotografie nennt im weitesten Sinn, so wie sie die halt damals gedacht haben, dass ihre Heiligen und der Kreuzweg aussieht und viel mehr ist es nicht. Bei Musik und Architektur, soweit man Architektur als Kunst bezeichnen kann überhaupt, ist das natürlich etwas anderes. Da gibt es kein Abbild einer Vorlage, die man
simulieren könnte durch diese Kunst. Also da hat das einen ganz anderen Begriff. So gesehen die Frage, kann Kunst anders sein als demütig in der Religion? Natürlich kann sie dann eben nicht anders sein, weil sie Auftragsarbeit ist, weil sie abbildet, weil sie einfach nur darstellt oder in anderen nicht abbildenden Formen hat sie eben andere Funktionen. Ich habe es mir nämlich auch sehr ähnlich gedacht und mir ist aber dann trotzdem noch eingefallen, dass es gerade in Wien den Otto-Mauer-Fonds gibt, den du wahrscheinlich kennen wirst. Otto Mauer war, ich glaube, ein Christ, ich hoffe, ich sage es falsch, aber er hat unter anderem auch die Galerie Next St. Stephan mitgegründet. Also er war quasi auch ein zeitgenössischer Kunstdenkender. Ich weiß überhaupt nicht mehr von ihm und ich habe mich auch tatsächlich nicht darauf vorbereitet, dass auf das, was ich sage. Ich hoffe, es stimmt so, wie ich sage. Aber dieser Otto Mauer Fonds unterstützt sehr zeitgenössische oder sagen wir avantgardistische Projekte. Und das ist dann eigentlich wieder spannend. Also ist irgendwie kirchennahe und, ja, sehe ich ja keinen Widerspruch. Also ich würde auch niemals bestreiten, dass sie Religionsgemeinschaften nicht weiterentwickeln oder Religion an sich eher weniger, aber die Menschen, die das irgendwie mit dem echten Leben verbinden, die sind ja jetzt auch nicht mehr im Mittelalter oder in der Antike, sondern leben in der Gegenwart. Und das ist natürlich schon auch ein lebendes Objekt. Aber spannender wird es ja, wenn man geschichtlich schon ein Stück weiter zurückblickt und sagt, welche Rolle hat Kunst eingenommen, als es eigentlich nur eine dominante Religion gegeben hat? Welchen Platz hat Religion Kunst überhaupt gelassen? Wenn man sich die Frage stellt, wie Kunst finanziert wurde und ob Kunst außerhalb von Religion überhaupt stattfinden konnte, ich weiß es nicht, bin kein Kunsthistoriker und auch kein Historiker, aber denke ich mir, dass der Spielraum relativ eng war. Und selbst wenn Kunst außerhalb des religiösen Auftragsbereichs, also der natürlich dann so bei monarchischer, weltlicher Macht wahrscheinlich war, angehängt war, stattgefunden hat, dann ist natürlich auch die Frage, war das religiös geduldet? Das kommt ja noch dazu. Also es geht ja nicht nur darum, dass das aus der Religion direkt kommt, sondern ob es sozusagen auch opportun ist und erlaubt ist, ob es toleriert wird. Und da würde ich mal sagen, in vielen Fällen glaube ich, dass das nicht der Fall war. Also dass Kunst da sehr wohl an Grenzen gestoßen ist, die vielleicht auch, genauso wie Wissenschaft, die auch unausgesprochen existiert haben. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, ja, wenn man sich anschaut, was ist denn sozusagen nach der Aufklärung an staatlichen religiösen Formaten gekommen, dann waren es die Politreligionen. Das war dann Faschismus, Nationalsozialismus, Kommunismus. Und wie hat die Kunst in diesen politischen Epochen ausgesehen? Ja, die hat genauso ausgeschaut wie die religiöse Kunst davor. Wenn man sich anschaut, was die Nazis produziert haben und was die Kommunisten produziert haben, das ist Arbeiterinnenästhetik, das ist sehr, sehr bildhaft, das ist nicht abstrakt, alles Abstrakte ist entartet, es sieht anders aus, es ist einfach sehr, sehr nah an der Realität oder hyperreal. Saddam Hussein war ein großer Fan von Fantasy-Kunst. Also der hatte in seinen Palästen sich an die Decke malen lassen, Covers von Fantasy-Büchern, mehr oder weniger. Wenn man schaut nach Nordkorea, wo ich ja auch einmal war, Kunst, da war ich sogar in einer Kunstmanufaktur. Also die Kunst, die dort produziert wird, ist halt simple Malerei, sehr naturalistisch und immer mit den größten Führern aller Zeiten oder den liebsten Führern oder wie es ja, also es gibt einen Wikipedia-Eintrag übrigens mit allen Anreden der nordkoreanischen Führer, das ist eine sehr lange Liste, die da angeführt wird, die sind ja da auch immer drauf, auf diesen Dingen. Also das unterscheidet sich von der religiösen Kunst sehr, sehr wenig. Und das ist schon sehr, sehr spannend, dieser Zusammenhang. Mhm. Aber wie wäre Kunst, wenn es nie Religion gegeben hätte? Es wäre eine hypothetische Kunst, würde ich sagen. Sprechen wir von der bildenden Kunst, das ist einfacher, glaube ich, als von anderen Kunstformen. Sie wäre wahrscheinlich früher abstrakter geworden. Aber wenn die Menschheit relativ früh zu einem wenig abergläubischen Bild über die Natur gefunden hätte, hätten sich natürlich am Anfang trotzdem naturalistische Abbildungsformen. Hätte die Menschheit wahrscheinlich wohl auch das Handwerk gelernt, bevor es in die Abstraktion gegangen wäre. Ich meine, es hat ja immerhin bis
ihr kennt das besser als ich, traue mir jetzt nicht einmal ein Jahrhundert nennen, ja, aber bis man mal Perspektive und eine halbwegs naturalistische Darstellung erfunden und gefunden hat, das hat ja wirklich lange gedauert. Und auch ohne Religion wäre, glaube ich, dieser Prozess einmal durchzumachen gewesen, bis man zu dem Punkt sagen kann, dass man sagt, okay, jetzt schaffen wir es, jetzt können wir die Natur zeichnen, wie sie ist, und jetzt ist Fahrt, jetzt machen wir was anderes. Also spätestens mit der Fotografie. Also religiöse Stätten sind also Pilgerstätten oft, und dann geht man dorthin als Gläubiger und dann sieht man diese monströsen Kunstwerke zum Beispiel, war sicher sehr inspirierend, weil hätte es ohne Religion so große Kunstwerke gegeben, wo man dann zusammengefunden hätte? Hätte es ohne absolutistischen oder totalitären Regimen diese unfassbaren Prachtbauten gegeben, die sich eine demokratische Stadtverwaltung niemals hinzustellen traut. Wir können eine Exkursion nach Kasachstan machen und schauen, was dort in der Hauptstadt steht, versus was in den letzten 30 Jahren in Wien gebaut worden ist. Also du brauchst ja fast so ein Regime oder so eine absolute Überzeugung, dass du solche mächtigen Dinge überhaupt hinstellst. Also jeder vernünftige Mensch würde ja funktionaler arbeiten, als solche Absurditäten hinzustellen. Wie der Nordkorea. Es gibt dort Statuen, die unfassbar groß sind von den Kims. Wer würde denn heutzutage im Rest der Welt sowas überhaupt noch hinstellen? Kann man sagen, die Kunden der nordkoreanischen Kunstmanufakturen, die sind die sowas noch hinstellen würden, die meistens irgendwelche afrikanischen Despoten sind. Aber sonst niemand. Michael Jackson hatte das, als das History-Album rauskam, da gab es dann so 15, ich glaube nicht so groß wie Kim Jong X. Ja. Aber, wie heißt der Rapper, der jetzt gerade so einen großen Kopf gemacht hat, wo man so in den Kopf reingehen kann? Oh mein Gott. Travis Scott, ja. Ich wollte noch sagen, etwas, das mir gestern in unserem Telefonat eingefallen ist, nämlich, weil du eben gesagt hast, so Figuration, Abstraktion und die Geschichte, die man möglicherweise auch ohne Religion durchgegangen wäre. Und da gibt es etwas, die Erfindung der Null, die aus dem Islam kommt, war notwendig für die Erfindung für die mathematische Hinführung der Perspektive, der Zentralperspektive. Und das hätte quasi in einem anderen Kulturkreis als dem hiesigen schon sehr viel früher stattfinden können, aber durch das Abbildungsverbot, das die hatten, haben sie sich dafür nie interessiert oder durften sie sich auch gar nicht dafür interessieren, weil die dortige Kunst ist ja vor allem eine patternbasierte Kunst. Ganz genau, ja. Da sieht man das eigentlich sehr direkt, was der Einfluss von Religion vielleicht fast verdenkunmöglicht hat. Richtig, ja. Das Abbildungsverbot im Islam ist eine spannende Sache, weil es genau zu diesen Ornamenten führt, zu diesem dekorativen, eh schönen, aber letztendlich dann in der Wiederholung nicht mehr künstlerischen. Mhm. Es mag schön ausschauen, ob es Kunst ist, ich würde sagen, es ist Deko. Aber ich habe dann nochmal eine Frage, die vielleicht du beantworten kannst, nämlich wenn man sagt, Ideologie führt automatisch zu einer Banalisierung im Ausdruck der Kunst. Wenn das stimmen sollte, du hast es noch nicht gesagt, ich spitze es zu, wie kann es dann zu so quasi Höchstleistungen gekommen sein, konkret in der bildenden Kunst oder was wir heute so bezeichnen, wie, um eine Sache herauszunehmen, Sixtinische Kapelle? Ja, oder ist das eine Banalisierung? Überhaupt nicht, nein, aber es ist halt wirklich sehr, es ist Kunst und natürlich vor allem auch Kunsthandwerk trotzdem, es ist halt wirklich eine herausragende Leistung, die einfach eine Rahmenbedingung hat, die nicht transzendiert werden hat können zum damaligen Zeitpunkt. Das war einfach nicht möglich, der hätte einfach kein Mondrian dahin malen können, ja, aber hätte das nicht überlebt. Hätte man damals Jackson Pollock beauftragt, ja, dann wäre auch das ein Meisterwerk in einer anderen ästhetischen Ausrichtung geworden. Ja. Stimmt, ja, schon, eh. Was ich sagen will, ist, Religion hat ermöglicht, war aber gleichzeitig einengend. Es war einengend in dem, was gezeigt werden durfte, wie es gezeigt werden durfte und auch ökonomisch einengend in dem Sinn, dass es natürlich auch in der Auftraggeberfunktion daneben nicht rasend viel Platz war und wenn daneben nur toleriert ist. Meine Hypothese, die mir gern Kunsthistorikerinnen bestätigen oder widerlegen sollen, aber es ergibt für mich zumindest Sinn. Und
was du zu den Ideologien gesagt hast. Also für mich ist der Ideologiebegriff, der sich als einer, der sich sehr, sehr stark damit auch beschäftigt, mit dem, was ich halt schreibe, eher neutral. Also ich finde, ich habe den jetzt prinzipiell schon vielleicht auch leicht negativ abgespeichert, aber ich glaube, nicht ganz so negativ wie der Durchschnitt der Bevölkerung es mit Ideologie hält. Also der Humanismus oder der Liberalismus sind auch Ideologien, aber für mich beide positiv und nicht negativ besetzt. Beide auch keine, die Kunst einengen würden im Übrigen. Also die Ideologien, von denen wir hier sprechen, sind die totalitären, absoluten, die hier das Problem darstellen. Also ich würde jetzt sagen, wenn wir jetzt über nicht einengen, sondern über Ausdehnen reden, dann ist das ein guter Übergang, die Zukunft von dir, weil wir müssen jetzt bald einmal so die Kurve kratzen wieder, zum Ende kommen. Ich würde gern wissen, wie schaut grundsätzlich deine Zukunft aus, beziehungsweise was machst du jetzt da gerade? Ich meine, das war jetzt eine ziemlich harte Kurve vielleicht. Aber ich bin falsch, ne? Was ich mache, kann ich schon seit vielen Jahren nicht mehr ordentlich beantworten. Ich sage jetzt einfach immer Medienunternehmer drauf, weil da weiß eigentlich niemand, was es bedeutet und ich kann mich gut dahinter verbergen. Ich habe ein Unternehmen gegründet, das heißt Average, in dem dem mehrere Sachen passieren, politiknahe Medienentwicklung, Formatentwicklung für Medien und zur Not auch Markenkommunikation, also alles, was mit diesen Feldern zu tun hat, was sehr weit ist und auch bewusst zur Waage gehalten ist. Und ich habe gerade zwei Buchexposés geschrieben, bei denen ich hoffe, dass ich hoffentlich bei beiden einen guten Vertrag bekomme. Und dann bin ich eh mal mit Schreiben ausgelastet für lange Zeit. Wie heißt das Buch? Die Bücher, die kommen werden, das soll ich hier verraten, so. Also das Buch, das ich schon geschrieben habe, Das Buch, das ich schon geschrieben habe, heißt Ohne Bekenntnis. Das ist 2019 rausgekommen mit dem Untertitel, wie mit Religion Politik gemacht wird. Aber es kommt im Frühjahr von dir noch ein weiteres medientheoretisches Buch raus von dir und anderen. Ja, das ist richtig. Das ist ein Herausgeberband, der heißt Die digitale Transformation der Medien, Leitmedien im Wandel. Da bin ich Co-Herausgeber oder Erstherausgeber und habe auch die ersten drei Studien für diesen Band verfasst von insgesamt 23. Ja, das ist ein halt eher akademischer Band. Ist mehr so zum Rauszitieren als zum Spaß haben beim Lesen. Ich habe das Bedürfnis, nochmal auf deine zwei Newsletter hinzuweisen, die nämlich sehr, ich habe sie ganz zu Beginn kurz erwähnt, aber wenn man auf deine Webseite geht, sind sie eh gut verlinkt, quasi einen politischen Newsletter und einen medientheoretischen. Der politische ist auf Deutsch, der medientheoretische ist auf nicht Deutsch. Englisch, wir können das Ding beim Namen nennen. Ja, also die sind beide auf Substack. Ich bin ein großer Fan von Substack.com, so eine Mischung aus Blog, Podcast und Newsletter-Format. Und der englischsprachige über Medientheorie heißt Razor. Das schreibt man so wie Trent Reznor, nur ohne N, also razor.substack.com. Und der politische heißt Ohne Bekenntnis, wie das Buch.substack.com. Genau, wir treffen uns auf jeden Fall wieder in einem Monat. Am 13. Dezember sind wir im Tachles, was ein paar hundert Meter von hier entfernt ist, mit dem Marco Pogo. Wer möchte gerne kommen, wenn wir dürfen überhaupt? Ach so, wegen einem Lockdown oder was? Na, es wird schon gehen. Alle, die geimpft sind und getestet sind, es wird dann noch irgendwie gehen. Wir glauben jetzt daran. Ja, was haben wir noch zu tun? Es war voll schön mit dir. Danke, Nico, dass du da warst. Ich glaube. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Ja, und jetzt trinken. Ich glaube, ich muss was drüber schreiben. Ich würde vorschlagen, dass wir es beenden. Alle Leute müssen jetzt mehr trinken. Genau. Und dann. Ich lege dann so einen Zettel hin, wo sie oder alle eintragen können, dass sie Pastafaris werden. Und dann treffen wir uns zu meiner Spaghetti-Taufe irgendwann mal.
Ja, eher ein Badeschiff oben. Wer sich für die ideologischen Aspekte von Nico interessiert, ist wahrscheinlich sehr eingeladen, mit ihm über das Institut für Laizität zu reden. Man kann sich dafür anmelden. Ich lasse es einfach dabei. Wer sich dafür interessiert, redet jetzt mit ihm. Und Philipp wird jetzt Musik auflegen. Ja, und auf jeden Fall danke, dass ihr alle da wart. Ja. Yay! Audiamo Plus. Wir hören uns.